So, 27 minus 8 sind 19 und das reicht exakt gerade so auf die 31 Wunden. Dann zucken deine Gürklingen rechts und links vorne. Du hast noch ein bisschen Probleme mit der angebissenen Schulter, die er dir fast abgerissen hat, gemeinsam mit dem Arm. Und nachdem Pfeil und Speere geschleudert worden sind, der Speer von Tordal, deinem Bruder, auch neben dir ja, an seinem Kopf, an seinem Schädel vorbeigezogen ist, kannst du dann so ein bisschen um ihn herumtänzeln, springst ein bisschen und haust ihm dann von hinten die beiden Gürklingen in den Hinterkopf, reißt ihm den Schädel ab und das Ding geht zuckend zu Boden. Und dann setzt der Schmerz ein. Ja, keuchend ausatmen. Auf die Knie sinken. Ja, ein sehr guter Treffer, Bruder, ein sehr guter Treffer. Aber das Vieh scheint ja ganz schön garstig zu sein. Die Viecher können auch sehr garstig sein. Die Rüstung hat nichts gebracht. Wo ist denn Bruder Gabriel? Wir brauchen ihn hier. Guckt dann zu Cry, solltet es ihn aussuchen. Es sieht, das Vieh hat euch gut erwischt. Erst, besorge ich mir meine Trophäe. Das ist euer Recht. Ihr habt ihn getötet. Und reißt dem Vieh so einen Eckzahn raus. Wenn er nicht eh noch in meiner Schulter drin steckt. ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also, der hat ein großes Loch gerissen. Du merkst auch schon, wie dein Blut anfängt zu gerinnen. Ist natürlich trotzdem nicht gut, weil er ein Stück rausgerissen hat. Und dann nicht einfach nur eine kleine Bissspur drin ist. Die Narbe wirst du sowieso auf ewig behalten, aber ja gut, auf alle Fälle musst du da dann später in eine richtige Behandlung beim Apothekarius, der dann auch alle seine Medikamente dabei hat. Ich würde mich einmal umschauen, ob noch mehr von diesen Echsen hier rumstolzieren, die uns jetzt als Beute gewittert haben. So versuche ich sie jetzt zu wittern. Hab ja jetzt den Geruch direkt in der Nase gehabt. Ja. Würde mich dementsprechend... Wie gesagt, Geruch hast du gar nicht viel. Das ist immer das Problem bei den Echsen. Mhm. Aber die Spuren kannst du dir dann angucken und sie dann auch leicht zurückverfolgen. Das sollte dir gelingen in dem Matsch. Wirst aber auch keine weiteren im großen Umkreis finden. Zumindest nicht um euer Lager herum. Also so, dass du dann meinst, dass es so sicher ist, wie man hier auf Aurum sicher sein kann. Ihr Brüder, das scheint die erste einzige gewesen zu sein, die aktuell in diesem Wald uns als neuen Happen verspeisen wollte. Wir müssen auf jeden Fall Wachen aufstellen. Da stimme ich euch zu, Bruder. Und wir können aus dieser Auseinandersetzung auf jeden Fall was lernen. Außerdem, die Waffen, die sie uns gegeben haben, sind fast nicht zu gebrauchen. Das stimmt ja, nicht. Leider. Dann sollten wir das benutzen, was wir zur Verfügung haben. Und dabei reißt er dem der Echse dann mit seinem Messer einzeln die Zähne aus und wirft sie Cry zu. Ifrit. Und auch dann die Krallen, alles was man in irgendeiner Form als Waffe benutzen kann. Und fängt an, das Vieh zu schälen und die Knochen. Ebenfalls als weitere. Da kommt der Völker Fenrika in dir raus. Ja, ja, genau das. Also nicht nur irgendwelche Knochensachen benutzen oder Gürkling, sondern wenn du ein großes Tier erlegt hast, dann benutzt man alles, was das große Tier anbietet. Genau. Perfekt. Das sieht man gerade, wie er gerade anfängt, das Ding auseinanderzureißen. Bruder Tordal, achtet auf die Haut. Darauf kann man sicherlich eine Rüstung für einen von uns machen. So ist es. Und dann fängt er halt auch an, mit seinem Messer dann die Haut sauber abzuschälen. Das Fleisch kann man benutzen zu essen. Also, besser geht's nicht. Also das Vieh wird komplett verwertet, soweit es geht. Ich frag mal Bruder Ifrit, diese Speerschleuder, war die jetzt effektiver als mein Pfeil und Bogen? Weil mein Pfeil und Bogen, das ist einfach nur an der dicken Haut da hängen geblieben. Ich schau zu dem Viech, in dem ein Speer steckt. Ich bin durch die Haut durchgekommen. Ja, dann hast du noch so ein Teil irgendwie? Ich kann dir gerne eines anfertigen. Ja, das wäre super. Sie hat halt nicht so viel Reichweite wie der Bogen. Dafür etwas mehr Durchschlag auf die kurze Distanz. Vielleicht sollten wir die feine Spitzen mit einigen der Zähne versehen. Vielleicht kriegen wir dann einen besseren Durchschlag. Oder gegebenenfalls die Sehne etwas verstärken, um mehr Wucht hineinzukriegen.
mit doppelter Sehne oder sowas hier. Mhm. Ja. Kette mich zuerst auf die Pfeilspitzen und Speerspitzen gelegt. Die sind meistens entscheidender für den Schaden bei einer solchen Waffe. Krallen würde ich allerdings für eine... Ich hätte jetzt gedacht, eine Art Keule verwenden. Könnten wahrscheinlich den Oberschenkelknochen nehmen. Sollte stabil genug sein. Dort können wir die Krallen befestigen. Einigen der Sehnen. Dabei wird Bruder Tordal angeschaut. Dem fehlt ja noch ein bisschen die Waffe. Hm. Währenddessen begibt sich Gabriel mal zu Krall und legt ihm die Hand auf die Schulter. Ich kann nicht viel für dich tun, Bruder. Aber das, was ich tun kann, das werde ich. Das wird aber einen Augenblick dauern. Krall würde einfach nur so dankbar nicken. Und still sitzen bleiben. Bruder Gabriel fangt. Und ich würde damit Bruder Gabriel mein Täschchen mit der kleinen Knochennadel und den Sehnen von dem anderen Dino zuwerfen. Also ich mache auf jeden Fall mal die erste Wache. Und schütze das Lager. Geben. Gut, Zähne zusammenbeißen, Bruder. Wehtun als mir. Und dann fängt Gabriel an mit seinen intuitiven Mitteln die Wunde zu säubern. Und sobald kleine Stückchen oder Dreck, was sich drin verirrt haben, mit den Fingern rausgeholt wurde, einer kleinen Pinzette, so wie in einer Nadel, fängt er an, die Wunde zu vernähen. Ja, vor allem kannst du dir dann, wenn Tordal irgendwann fertig ist, die Leiche zu fleddern, kannst du dir auch nochmal die Zähne betrachten. Stellst aber wohl fest, dass die zumindest sauber sind, dass es dann kein vergiftetes Blut oder sowas gibt. Der Metabolismus der Marines hilft natürlich auch gegen solche Sachen, aber gerade wenn die Echsen etwas größer werden und die Gifte etwas stärker, dann kann es natürlich sein, dass auch ein Space Marine vergiftet wird. Das scheint hier aber kein Problem zu sein. Du bist trotzdem so ein bisschen genervt oder vielleicht so ein bisschen verbittert, dass du einen solch primitiven Biss ohne die Rüstung wäre das A nie passiert und B könntest du mit deiner Rüstung so etwas sehr, sehr schnell wieder verbinden. So dauert es wohl einfach eine Weile. Ich gebe dir einen Medizinwurf. Wie wollen wir den modifizieren? Du kannst mir einen normalen Medizinwurf geben. Allerdings würde ich die Lebenspunkte, die du wiedergibst, vierteln. Du stellst ja normalerweise irgendwie um die 15, 16 Lebenspunkte her. Und das ist mit dem Bonus, glaube ich, sogar geschafft, ne? Noch geschafft. Ja, welcher Bonus denn? Ich habe meinen Diagnosehelm nicht. Ach, du hast deinen Diagnosehelm nicht, ja. Dann ist es nicht geschafft. Ich gebe dem guten Kreier für meinen Schicksalspunkt, um das neu zu würfeln. Das ist sehr brüderlich von dir. Und mit der 76, ich bekomme trotzdem eine... Aber mit der 76 ist es leider auch nicht geschafft. Ich bekomme nur meine plus 10 durch Medizin. Jo. Kann ich irgendein anderer noch unterstützend irgendwie als Assi oder sowas helfen? Jetzt ein bisschen spät, oder? Ja, jetzt ist es ein bisschen spät. Jetzt ist es ein bisschen spät, das ist das Problem. Dann bekommt Cry keine Lebenspunkte zurück, sondern muss so gegen den Diablodon ziehen. Das ist, muss da hinten stehen. Der ist Inquisitor sehr optimistisch. Ich würde mal gerne schauen, ob ich in der Umgebung irgendwie Kräuter oder irgendwas finde, was ihm eventuell helfen kann, den Schmerz oder auch vielleicht die Wundheilung zu verstärken. Das ist eine Probe, die lasse ich sogar noch zu. Das ist zwar keine Medizin, sondern Überleben. Ja. Genau. Ist ein Wurf auf Überleben. Damit lasse ich dich irgendwelche Kräuter suchen. Hat jemand noch Überleben? Nein. Octavius ist auch damit beschäftigt, die Wache zu machen. Läufst dann in so einem kleinen Bogen ums Lager rum. Dort hat er zwar gesagt, es gibt keine weiteren Gartorexe, aber... Er ist Ultramarine, er muss das machen. Ja, genau. Ifrit weiß, warum die Helder so verhasst sind bei ihnen. So, das sind Minimum 4 Erfolge. Wir müssen gerade mal gucken. Das Intelligenz. Wäre 5 Erfolge. Super. Dann würde ich dir tatsächlich auch 5 Lebenspunkte wiedergeben. Kräuter gibt es hier in Hülle und Fülle. Und die richtigen kann dann Tordal zusammensuchen. Dauert zwar ein bisschen, aber nach grob einer halben Stunde kommt er dann wieder zurück und kann dir dann tatsächlich so ein bisschen im Mund zerkaut. Gerade mit dann seinen Reißzähnen oder so kannst du dann auch sehen, wie diese Kräuter sich so zu einer Paste zersetzt haben. Ja, zusammen mit dem Speichel kann die dann Gabriel auf die Wunde auftragen und so werden über Nacht dann die 5 Lebenspunkte nach und nach wiederhergestellt.
klar. Hat dank meinem Bruder. Nicht zu danken. Der Imperator gibt, der Imperator nimmt. Kennt euch mit Gepflanzen aus. Ich fühle mich fast zu Hause hier. Auch wenn es nicht Fenris ist. Aber also, so ein bisschen die innere Wildheit von Fenris spüre ich hier auch. Einige Pflanzen, das ist jämmerlich, was sie mit ihm machen können. Hätte ich meine Ausrüstung, dann wäre er wieder auf den Beinen und könnte uns als gleichwertiger Bruder beistehen in dem Kampf, der zu uns kommt. Jetzt ist er eingeschränkt. Ist auch so gleichwertig. Es gibt da keine Diskussionen. Der Imperator stellt uns vor eine Prüfung oder stellt ihr die in Frage? Er ist somit das schwächste Glied in unserer Kette. Bitte was? Ich bin so in einem Zustand. Mein Zustand ist absolut funktional. Und er war es, der die Echse enthauptet hat. Und was habt ihr getan? Ihr habt einen Stein geworfen an die Wand. Du bist so arrogant wie ein Lehman Russ, aber nicht halb so erfolgreich, Wölfchen. Wir werden sehen, ob du ihr mit uns den Wald wieder verlässt. Naja, Brüder, lasst uns lieber weiter Echsen jagen. Das ist eine gute Idee. Ich brauche noch einige Schuppenhäute mehr. Naja, wer möchte vorgehen? Du hast auch schon die Kräuter gefunden. Würdest du uns den Weg weisen? Sobald Cry sich ein wenig ausgeruht hat, brechen wir wieder auf. Cry steht auf und sagt, okay, gehen wir. Möchte anerkennend nicken. Ja, also, gegessen habt ihr, eure übermenschliche Physis braucht auch keinen richtigen Schlaf, beziehungsweise ihr könnt ja auch schlafen, während ihr gerade nichts tut, also einfach nur geht oder so, da könnt ihr dann eine Gehirnhälfte abschalten, sodass das also möglich wäre, dann auf zumindest die Nacht. Ihr könnt zwar nicht so gut sehen, also so gut wie am Tage, aber es sind sowieso überall Büsche, dementsprechend könntet ihr auch weiterziehen. Ihr seht gerade, wie Bruder Yifrit euch allen, die aufbrechen wollen, einen bösen Blick zuwirft, weil er da sitzt, Zähne und Knochen im Schoß, Beile und Speere vor sich. Sagt dem Motto, ist das jetzt euer Ernst? Fang gerade an zu arbeiten. Wie lange braucht ihr noch, Bruder Yifrit? Das kommt drauf an, um aus der Schuppenhaut eine vernünftige Rüstung zu machen. Vermutlich 2 oder 3 Stunden. Knochenkeule herzurichten, die sollte innerhalb von einer Stunde getan sein. Beile und Speere gehen recht schnell, aber es sind eben einige, die wir reparieren müsste. Octavius, du kannst mir mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit geben. Ja. Das sieht gut aus. Aber sowas von. Du kannst in der Entfernung erkennen, wie wohl, dass es auch auf eurem Weg eine Statue auf einem Felsvorsprung steht. Zwar mit dem Rücken zu euch gewandt, aber sie sieht sehr groß aus Stein gefertigt und mit so einer Art Umhang, würdest du meinen. Also vielleicht ein hoher Würdenträger, vielleicht von diesem Planeten. Und drumherum drapiert, kannst du tatsächlich auch sehen, Nester, die dort in der Höhe gebaut worden sind von irgendwelchen anderen Dinos. Oh, da hinten? Ja, so kannst du wieder zurück zu den anderen kommen. Wie gesagt, die Statue konntest du erkennen und merkst wohl auch, dass die das Nachtlager abbrechen wollen. Das Lagerfeuer wird ausgetreten, da man gegessen hat und man sich wieder aufbruchbereit macht. Zumindest Yifrit ist etwas verstört. Brüder, ich habe da was im Dschungel entdeckt. Richtung Nordwesten, würde ich sagen. Etwa 150, 170 Meter. Schätzungsweise. Sieht aus wie eine Statue und Nester von irgendwelchen Tieren. Naja, wollt ihr es euch einmal anschauen? Ja, wenn wir so und so weitergehen, dann könnten wir ja auch grob diese Richtung gehen und dann mal sehen, was da ist. Naja, Bruder Yifrit, soll ich dir beim Tragen helfen? Dann willst du arbeiten und laufen gleichzeitig. Das wäre sehr hilfreich. Und du bekommst den Schuppenbeutel mit dem ganzen Inhalt überreicht. Und dann schnappe ich mir den Oberschenkelknochen und ein paar Fänge und ein paar Sehnen und fange an zu arbeiten. Dann können wir wieder aufbrechen, wenn ihr alle bereit seid. Ja, dann, Bruder Tordal, dann lass uns beide vorgehen und vielleicht Gabriel oder Krei ganz zum Schluss die beiden Jungs schützen.
die da gerade abgelenkt sind mit der Arbeit. Das klingt nach einem exzellenten Plan. So bricht ihr weiter auf nach Westen in Richtung der Canyons mit dem Grund der Terratrixen. Zumindest diejenigen, die ihr sucht, und dort hinten sollen wohl auch dann die tote Schlucht liegen. Nach 150, 170, 200 Metern, die ihr dann gehen könnt, könnt ihr es dann auch nach und nach erkennen, wie dort die Statue steht. Wenn Octavius euch weist, dann müsst ihr in einen kleinen Abhang nach oben gehen, klettert wieder ein bisschen, könnt dann auch Eier erkennen, die teilweise wohl auch schon ausgebrütet worden sind. Die Größe liegt wohl ungefähr bei einem Menschenkopf. So ganz grob die Größe. Vielleicht das ein oder andere, was dann sogar die Größe von einem Space Marine Kopf erhält. Aber die meisten sind ungefähr menschengroß. Und du meinst die Eier? Die Eier, genau. Die Eier sind menschengroß und einige Fleischstücke, die daneben liegen, von undefiniertem, schon seit längerer Zeit ist das auch tot, irgendwelche anderen Midasaurier, die da liegen. Wenn ihr nach oben kommt, könnt ihr nicht nur die Statue erkennen, sondern noch Überreste von einem Tempel. Die Statue selbst wird euch allerdings schockieren. Sie ist, ja, ihr würdet sagen, überlebensgroß. Vielleicht 3 Meter und sie sieht furchterregend aus. Sie erinnert euch an einen Space Marine mit einem langen Umhang, einem Mantel, Klingenknochen, die aus seinem Arm heraus wachsen und wuchern. Die Statue ist aus Stein gefertigt, aber ihr könnt die Detailverliebtheit erkennen, als würde er Häute tragen. Lange, schwarze Haare, ein bleiches Gesicht und eine Kettengleve. Darf ich würfeln auf Forbidden Lord Traitor Legions? Ja, das ist ja richtig. Verbotenes Wissen, Chaos Marines. Was ist das für eine Abscheulichkeit, Brüder? Ich habe die 16 gewürfelt und ich habe mir den vollen Bonus da gekauft. Ja, das ist ohne Zweifel nur eine einzige Kreatur. Du würdest sie nicht Primarchen nennen. Eine einzige Kreatur war so dem Wahnsinn verfallen, dass er menschliche Häute schon zu Lebzeiten getragen hat. Das ist der Primarch der 8. Legion der Nightlords. Okay, jetzt bin ich als Spieler nicht wissend genug. Dürfen meine Space Marine-Kameraden das wissen? Vermutlich nicht, richtig? Weil ich sollte dieses Wissen auch schon nicht haben, richtig? Menschen dürfen das auf gar keinen Fall wissen. Du kannst da wohl relativ entspannt drüber reden, ja. Also der Primarch ist seit 10.000 Jahren tot. Davon geht keine Gefahr aus. Die Nightlords sind, Cousins. Cousins ist nicht das richtige Wort. Ja, sie sind gefallene Brüder. Die 8. Legion, wie gesagt, und ihr Primarch ist die Grausamkeit in Menschengestalt. Und hier eine Statue von ihm. Naja, Brüder, wenn mich nicht alles täuscht, ist das der verfluchte 8. Mit unseren gefallenen Brüdern, wenn man das so sagen will. Die Frage ist nur, was er hier tut. Die bloße Anwesenheit dieser Statue hier ist Heresie. Wir müssen sie irgendwie zerstören. Wie stabil sieht die Statue aus? Kriegt die kaputt? Also die ist auch steingefertigt. Wenn ihr zu dritt euch um diese Statue positioniert, dann könntet ihr sie vielleicht umstoßen und wenn ihr sie in die richtige Richtung fallen lässt, dann wird sie sicherlich auf den anderen Steinen dann zerschellen. Also ich bin auch dafür, die zu zerstören, aber was sagt denn Tordal? Du bist ja unser Chef. Ich bin eurer Meinung. Ich weiß nur nicht, was das für einen Effekt hätte auf unserer Mission, wenn wir einen Ort zerstören, der vielleicht in irgendeiner Form doch noch für sie Bedeutung haben könnte. Wir hatten uns die 20 Steinstatuen in ihrem Dorf nicht angesehen. Kann durchaus sein, dass dort ebenfalls eine solche Statue steht. Daher wäre ich dafür, dass wir uns Ort dieser Statue merken, in unserem Bericht an die Inquisitor vermerken und dann einem Inquisitor, der hier alles einmal überprüft, entscheiden lassen, wie damit vorgegangen wird. Das klingt nach einem plausibleren Plan aktuell, da wir nicht aktuell die Mission aus dem Auge verlegen dürfen. Und wenn wir uns schlussendlich selber darum kümmern, wenn es soweit ist. Wir sollten einen Sieg nicht um jeden Preis erkaufen, auch wenn der Preis der Seelenheil der Menschen hier sein könnte. Sollten sie ihn anbeten, es ist dieses Volke.
dem Untergang geweiht. Da kommt es auf eine Stunde, einen Tag nicht an. Also ich werde da jetzt mal die Sache selbst in die Hand nehmen und stelle mich vor die Statue und pinkel die voll. Ja, kannst du natürlich machen. Es gibt auch keine Devotionalien, also die Dorfbewohner von Highstand oder generell von Aurum haben hier nichts vorher abgelegt. Das haben sie nicht, also da wird nichts geopfert. Es sei denn, diese Dinos, diese Midasaurier, die hier drumherum liegen, aber das sieht alles nach wilden Nestern aus. Das ist, hier kommt sonst niemand hin. Vor langer Zeit vielleicht. Aber es sind ja auch 10.000 Jahre vergangen. Mein Bruder, die Rüstung liefert auf jeden Fall einen Hinweis auf das Dossier der Inquisition, das wir bekommen haben. Inwiefern, wie meinst du das? Aus dem Logbuch Ballastus Irems, der uns von einem strategischen Rückzug vor schrecklichen Space Marine berichtet. Vielleicht ist er vor den verfluchten Nightlords geflohen. Hoffen wir nicht, dass diese hier doch ebenfalls auf diesem Planeten herumspringen. Es war von irgendeiner Anomalie die Sprache, die wohl auf diesem Planeten zu finden sein sollte. Vielleicht ist die Statue ein Hinweis darauf, dass wir uns in der Nähe dieser Anomalie befinden. Ehemaligen Landepunkt. Dann sollten wir uns einen Moment hier umschauen, ob wir irgendwas finden, was technologisch für ein Portal oder etwas dergleichen dienen könnte. Oder vielleicht Abdrücke von abtrünnigen Rüstungen von Chaos Marines sollte man durchaus hier schnell finden. Okay, dann nochmal einen Wurf auf entweder Spuren lesen oder verbotenes Wissen wieder Chaos Marines. Ja, dann mach ich mal Spuren lesen. Das ist Track. Ja, hab ich. 11, 27. Gabriel, was hast du gewürfelt? Verbotenes Wissen. Verbotenes Wissen. Ich habe sechs Erfolge. Gabriel, du weißt selbstverständlich, der Primarch der Nightlords ist Conrad Curse und sein Name ist ein Fluch. Der Nighthaunter, der Nachtjäger, wie er damals genannt worden ist, hat sich wohl selbst umbringen lassen. So sagt man zumindest. Er wurde verfolgt von seinen Prophezeiungen, die er ist ihn immer und immer wieder ausgewichen dem Tod, bis er dann seinem Vater beweisen wollte, nun, dass seine Prophezeiungen dann auch die Wahrheit enthalten. Er hat seinen eigenen Tod gesehen und ihn willkommen geheißen, worauf er vom Assassinorum umgebracht worden ist. Du weißt auch, dass die Nightlords danach in viele Untergruppen zerbrochen sind und nur noch als, ja, im Prinzip als Schrottsammler von Planet zu Planet ziehen, versuchen mit ihren kaputten Schiffen ja notdürftig zu flicken, damit sie dann in den nächsten Krieg ziehen können, wo sie dann wieder zerschossen werden, nachdem sie ja Fluch und Panik über die Menschheit gebracht hat. Aber diese kleinen Grüppchen sind... Einzelne Nightlords sind selbstverständlich gefährlich, aber sie sind kein großes Problem für viele Welten. Wenn ihr nach Spuren sucht, werdet ihr nichts finden, außer Flugsauriern, die dann hier immer mal wieder in den Nestern sitzen. Das sind allesamt Flugsaurier und wenn ihr euch dann vorsichtig an die Nester herantastet, könnt ihr tatsächlich auch, ähnlich wie beim Gatorex, gewaltige Klauen und Reißzähne erkennen. Sie erinnern euch unfassbar an die Nightlords. Diese Flugsaurier. Sind diese Flugsaurier groß genug, dass wir da drauf sitzen könnten und fliegen? Bei den ältesten, bei den größeren Exemplaren, ja. Da könntet ihr tatsächlich sogar was finden, was euch trägt. Vielleicht in Servorüstung nicht mehr, aber wenn ihr die ausgezogen habt, dann ja. Da müsstet ihr natürlich eine Meisterleistung vollbringen und dann ein solches Tier nicht töten, sondern domestizieren oder naja, zumindest erstmal eure Macht demonstrieren, damit ihr akzeptiert werdet. Naja, Brüder, ich habe nichts gefunden. Habt ihr irgendwas gefunden? Negativ. Ich habe nur mehr von diesen Geschöpfen des Waldes gefunden. Wenn es nicht so geschmacklos wäre, würde ich fast vorschlagen, ihre Krallen zu ernten. Aber die ähneln den Nightlords zu sehr. Naja, ich würde auch vorschlagen, wir sollten uns auf die Saurier konzentrieren, die wir eh noch töten müssen. Das werden mehr als genug sein.
vorwärts zu kommen, brauche ich schneller vorwärts zu kommen durch diesen Wald. Könnten wir versuchen, einige der Kreaturen dazu zu bringen, uns zu folgen, sodass wir sie dazu bringen, das zu tun, was wir möchten. Und wie willst du das tun? Nun, dazu die zu bringen, das wäre machbar. Die Frage ist nur, inwiefern wir es schaffen, alle sie zu, für jeden von uns, dazu zu bringen. Ja, ich frage mich nur, wie du dich mit den Biestern verständigen willst. Hast du schon eine gemeinsame Sprache gefunden oder bellst du einfach zurück? Da muss selbst ich lachen jetzt. Man hört so ein leichtes Knurren in die Richtung des Angels. Das macht sich besser. Dann zeigt mir, wenn ihr es besser könnt, tut ihr es. Von mir würde so ein Vorschlag gar nicht erst kommen. Da ihr keine Ahnung habt, was ihr draußen tut. Ich bin der, der keine Ahnung hat. Ich aber, du hast keine Ahnung, was du tust, oder? Du folgst nur deinem Instinkt und der hat dich schon oft genug in Schwierigkeiten gebracht.